Dieser Haifisch ist giftig und lebt in Europa. Schauen wir uns mal an, was er so drauf hat. Das hier ist ein Dornhai, ein Squalus acanthias. Der Dornhai ist mehr oder weniger in ganz Europa verbreitet. Man findet ihn aber auch an den Küsten von verschiedenen anderen Ländern, wie etwa in Amerika oder Australien. Wenn es um Haie geht, denkt man meistens an große Zähne und kräftige Kiefer, vor denen man sich besser in Acht nehmen sollte. Der große weiße Hai. Oder der riesige Megalodon, der mittlerweile schon ausgestorben ist. Aber an Gift denken nur die wenigsten. Trotzdem gibt es aber auch giftige Haifische, wie zum Beispiel diesen Stierkopfhai oder eben den Dornhai. Und auch viele andere Knorpelfische sind giftig, wie zum Beispiel diese Chimäre oder dieser Blaupunktrochen. Wenn es euch interessiert, können wir auch gerne mal ein Video machen über Stachelrochen oder andere giftige Knorpelfische. Ein Dornhai wird nur ungefähr einen Meter lang und bis zu 10 Kilogramm schwer. Der Dornhai kann zubeißen und wenn er das macht, dann ist das sicherlich nicht angenehm, aber er gehört sicherlich nicht zu den Gesellen, die dir einfach mal ein halbes Bein amputieren können, wenn sie es wollten. Dornhaie sind relativ scheu und keineswegs aggressiv. Dennoch sollte man sie mit Respekt behandeln. Das habe ich mir voll auf die Zunge gebissen während dem Reden. Der Dornhai kann sich in der Nähe von Küsten aufhalten, er kann aber auch bis in eine Tiefe von etwa 200 Meter vordringen. Fressen tut er mehr oder weniger alles, was essbar ist und was er irgendwie überwältigen kann. Zu seiner Beute gehören hauptsächlich kleinere Knochenfische, aber auch Oktopoden und die Gelege von anderen Fischen. Die meisten Fische legen Eier. Diese Haie bringen allerdings lebende Junge zur Welt. Das funktioniert bei denen aber nicht so wie bei uns Menschen mit Plazenta und Nabelschnur und diesem ganzen Kram. Stattdessen befinden sich die Eier des Fisches in der Gebärmutter des Weibchens. Dort reifen sie und dort schlüpfen dann auch die Jungtiere und dann erst verlassen sie den Mutterleib. Also es ist so eine Mischung aus Eierlegen und lebendgebärend. In der Fachsprache nennt man sowas Ovovivipari. Wusstest du, dass ein Hai auf seiner ganzen Hautoberfläche Zähne hat? Also der Fisch ist komplett mit Zähnen bedeckt. Jaja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, warum sehe ich dann keine Zähne an seinem ganzen Körper? Naja, die Antwort ist, weil die halt sehr klein sind. Wenn du einen Hai anfasst, wirst du feststellen, dass sich seine Oberfläche wie Sandpapier anfühlt. Der Grund dafür sind winzige Schuppen, mit denen seine gesamte Oberfläche überzogen ist. Diese Schuppen nennt man auch Placoidschuppen. Die Placoidschuppen bestehen aus Knochen und sind mit einer zahnschmelzartigen Substanz überzogen. Im Bereich des Mundes sind sie vergrößert und bilden die Zähne des Fisches. Und diese Zähne sind übrigens mit unseren Zähnen homolog. Das bedeutet, sie haben sich aus denselben anatomischen Strukturen entwickelt. Der Gegensatz zur Homologie wäre zum Beispiel die Analogie. Das sind zwei ähnliche Strukturen, die eine ähnliche Funktion erfüllen, aber aus unterschiedlichen anatomischen Strukturen hervorgegangen sind. Beispiel für eine Analogie sind die Flügel der Vögel und die Flügel von Fliegen. Beides sind Flügel, aber sie gehen nicht aus denselben anatomischen Strukturen hervor. Ne? Ist verständlich. Die Zähne sind eigentlich nur Ausprägungen der Haut, ähnlich wie die Haare oder die Fingernägel. Sowohl beim Fisch als auch bei uns entwickeln sie sich aus der Haut. Nur ist eben bei den Haien die ganze Haut mit Zähnen überzogen und auf der Hautoberfläche werden sie halt so winzig klein und nur im Maul bleiben sie groß. Hier, ist geil, oder? Das Evolution ist das Geilste. Ich weiß, es gibt da draußen einige Leute, die nicht daran glauben, ja? Gebt mir eine Chance, kommt zu unserer Universität und wir werden es euch zeigen, ja? Aber nun kommen wir zum wirklich wichtigen Thema dieses Videos und zwar zum Gift dieses Fisches. Der Dornhai kann auf zwei verschiedenen Arten und Weisen giftig sein. Der Fisch hat auf seinem Rücken zwei Stacheln, die mit giftproduzierenden Drüsenzellen in Verbindung stehen. Die Stacheln haben eine Längsrille, die es dem Gift ermöglicht, leichter in eine Wunde einzutreten. Wenn der Hai bedroht wird, kann er diese Dornen dazu benutzen, um den Angreifer zu verletzen und um ihm eine Vergiftung zuzufügen.
Die Dornen werden ausschließlich zur Verteidigung verwendet. Ich zeig dir noch, was passieren kann, wenn dich der Hai mit diesem Stachel erwischt. Vorher möchte ich dir aber noch die andere Form der Giftigkeit dieses Fisches zeigen. Und über die solltest du sehr gut Bescheid wissen, denn sie könnte dich vielleicht betreffen. Das Fleisch von diesen Fischen beinhaltet sehr häufig giftiges Methylquecksilber. Quecksilber ist ein Element, welches einerseits natürlich vorkommt, aber auch durch industrielle Abfälle in das Meer gelangt. Durch die Aktivität von Mikroorganismen kann dieses Quecksilber methyliert werden. Das bedeutet, das Quecksilber lagert sich mit einem Methylmolekül zusammen und bildet dann dieses sogenannte Methylquecksilber. Und dieses Methylquecksilber kann sich in der Nahrungskette anreichern und sich dann im Fleisch von verschiedenen Fischen ablagern. So auch im Fleisch vom Dornhai. Wenn man nun eine ausreichend hohe Menge dieses Fleisches zu sich nimmt, erleidet man eine Quecksilbervergiftung. Man bekommt Lähmungserscheinungen, kennt sich nicht mehr aus und in schlimmen Fällen kann man sogar ins Koma fallen oder daran sterben. Also lieber keine Haifische essen, sondern vielleicht irgendwas anderes, ja? Vielleicht etwas, das nicht bedroht ist zum Beispiel. Das wäre mal eine gute Idee, ja? Und an dieser Stelle möchte ich eine ganz wichtige Sache mit erwähnt haben in diesem Video. Es gab mal Zeiten, zu denen dieser Dornhai in Schwärmen aufgetreten ist und diese Zeiten sind aber leider schon lang vorbei. Heute gehört der Dornhai zu den bedrohten Tierarten, weil wir Menschen ihn aus dem Meer ziehen und ihn essen. Und trotz, dass er bedroht ist, wird er immer noch gegessen, auch wenn sein Fleisch meistens giftig ist, ja? Und genau in solchen Situationen, wenn der Fisch gefischt wird, kann es zu Unfällen kommen, wo auch der Stachel involviert ist. Wenn der Fisch an Land gezogen wird und dann hantiert man damit herum, dann kann es sein, dass er dich mit seinem Stachel erwischt. Wenn dich der Fisch mit seinem Stachel kriegt, bekommst du kein Methylquecksilber ab, sondern das Gift, das der Fisch in seinem Körper mit Hilfe seiner Giftdrüse produziert. Über sein Gift ist übrigens noch nicht viel bekannt. Es ist wahrscheinlich eine Zusammensetzung von verschiedenen Proteinen. Vergiftungsunfälle sind hauptsächlich aus Zonen bekannt, die außerhalb von Europa liegen. Der Stich dieses Fisches ist schmerzhaft und verursacht Rötungen und Ödeme. Ein Ödem ist übrigens eine Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe. Dadurch schwillt das Gewebe an und das fühlt sich nicht gerade toll an. Außerdem kann es sein, dass einem schlecht wird und dass man sich übergeben muss. Es sollen sogar tödliche Vergiftungen dokumentiert worden sein, die jedoch eine große Ausnahme darstellen. Der Hai wird von sich aus keinen Menschen angreifen. Solange man den Fisch dort lässt, wo er hingehört, ist es nahezu unmöglich, dass es zu einem Unfall kommt. Sehr viel giftiger als der Dornhai ist dieser kleine Kollege hier. Der blau geringelte Krake ist nur wenige Zentimeter groß. Aber er ist so giftig, dass er dich bei vollem Bewusstsein umbringen kann. Wenn du wissen willst, was in deinem Körper passiert, wenn dich so ein Krake erwischt und worauf du unbedingt achten solltest, schaue dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis gleich.